Herzlich willkommen im Spezialdepot. Ich wurde schon öfters darauf angesprochen, gerade von Kunden, die ganz weit weg wohnen und nicht mal eben so vorbeifahren können, ob es nicht möglich wäre, eine so Art virtuelle Führung zu geben. Und dem Wunsch möchte ich heute nachkommen und laufe mit euch mal virtuell durch das Spezialdepot in Adelsried. Der eine oder andere kommt ja wirklich von weiter weg, der bei uns vorbeikommt, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Und auch Norddeutschland kommen einige vorbei. Und ja, viele verbinden das dann auch mit ihrer Urlaubsfahrt. Die sagen dann, okay, wenn man eh auf der Autobahn ist und eh im südlichen Bayern sich befindet, dass man da dann vorbeikommt. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr vorbeikommt, dass ihr mal bei uns im Shop schaut. Wir haben ja eine Lieferbarkeitsanzeige bei den Artikeln, ob die Artikel, die euch interessieren, lagern sind. Und ansonsten könnt ihr theoretisch auch online bestellen und Abholung auswählen. Dann richten wir die Ware für euch her und reservieren die. Ja, soweit, so gut. Ich würde sagen, es geht los. Ich zeige euch mal, was wir da alles geboten haben. Bis gleich. Thank you.
bereit zu dem Raum 1. Wir haben noch einen weiteren Raum. Da haben wir die Tarps, die Hobos, die Solargeschichten und die Armee Gebrauchtware lagert. Soweit zur Momentaufnahme, wie es jetzt im Moment im Spezialdepot ausschaut. Und ihr wisst ja, wir kriegen täglich einiges an Ware rein. Einiges geht auch gleich wieder raus. Und da kann es eben nur eine Momentaufnahme sein, wenn ihr vorbeikommt und interessiert euch für einen Artikel. Einfach abklären, ob der da ist oder online schauen. Wenn der grüne Punkt da ist, ist die Chance relativ groß, dass wir den dann auch hier im Laden haben. Hier links haben wir jetzt noch eine LKW-Laderampe und so ein kleines Lager. Und hinter mir seht ihr den Packtisch, beziehungsweise ihr seht ihn nicht. Also hinter dieser Wand ist auch wieder so ein langer Packtisch. Und da werden dann die Pakete gepackt, wenn einer von euch bestellt bei uns. Und ja, da wird dann die Ware, kommt dann auf so kleine Wägen drauf und DHL holt werktäglich bei uns mit LKW. Und wenn ihr aus dem Ballungszentrum bestellt, bis mittags zum Beispiel per Nachname und wir haben alles lagernd, ist die Chance relativ groß, dass ihr schon am nächsten Tag dann die Ware bekommt. Und ja, so die Standardlaufzeit außerhalb von Ballungszentren ist so 1 bis 2 Tage, würde ich sagen. Werktage. Ja, soweit zur virtuellen Kurzführung durch Spezialdepot. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Bis bald in alter Frische und Grüße an alle Welt, Grüße an alle, die leider zu weit weg wohnen, um uns mal live besuchen zu können. Aber vielleicht klappt es ja mal. Bis bald.